Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Es gibt Lies of P. Ich versuche, Lies of P durchzuspielen. Ich glaube, dass das ja ein ähnliches Spiel wie Dark Souls sein sollte. Nachdem ich jetzt schon so viel Dark Souls gespielt habe, ist Lies of P doch wohl easy peasy, oder? Was meint ihr? Kriegen wir hin. Dark Souls 2 Beziehungsstatus, es ist kompliziert. Ja, genau. Korrekt. Ich habe das Spiel jetzt hier zum ersten Mal gestartet. Deswegen seht es mir nach, dass hier solche Dinge aufploppen. Kein Problem. One hour later. Ja, ich habe auch nicht damit rechnen können. Ich dachte, das geht jetzt hier so flott wie in Dark Souls, dass ich da reingehe, bum bum, gestartet, fertig. Aber nee, er macht hier noch andere Sachen. Ah, Shader Compiling. Gut. Ach so, das bezog sich auf das Easy Peasy. Ja, mal gucken. Ich bin sehr gespannt, weil es ja auch ein komplett anderes Setting ist. Ich habe so die ein oder andere Szene schon gesehen und vor allem Trailer und so. Und ich finde, dieses Setting mit dem Steampunk und so sieht mega cool aus. Ich bin Français, non, Deutsch. HDR, was weiß ich, keine Ahnung. Helligkeit sieht eigentlich okay aus. So mittig. Ein bisschen heller. Ist in Ordnung. Warnung, dieses Symbol wird angezeigt, wenn das Spiel automatisch gespeichert wird. Wenn du das Spiel beendest oder den Strom ausschaltest, während die automatische Speicherung läuft, werden deine Spieldaten möglicherweise nicht korrekt gespeichert. Achte darauf, die aktuellste Version des Spiels zu nutzen, um ein reibungsloses Spielerlebnis zu gewährleisten. Okay. Drücke eine beliebige Taste. Ein- und Ausschaltknopf. Ja, zustimmen. Neues Spiel. Automatisierte Puppen, die Ergo verwenden, wurden von einem hartnäckigen Handwerker entwickelt. Okay. In honor of the great writer Carlo Collodi. Yep. Yes, I can. Geppetto's puppet. We need your help. Oh. Das sieht schön aus, das Spiel. Das sieht super schön aus, aber wo sind die Einstellungen? Da. Ich muss ganz kurz einmal hier durchgehen. V-Sync wollen wir ausmachen. Super Resolution. Ausgeglichen Leistung, höchste Leistung, Qualität. AMD für Super Resolution. Schärfe. Was zum Geier ist das bitte? DLSS will ich natürlich. Machen wir es auf automatisch. Bewegungsunschärfe, wo ist sie? Die Bewegungsunschärfe, die will ich auf jeden Fall auch aushaben, ja. Detaileinstellungen. Ah ne, das ist am besten, das passt. Sichtbarkeit, was? Nein, am besten. Schließen. Wo ist sie, die Bewegungsunschärfe? Bildschirm randlos? Nein, wir machen auf jeden Fall maximaler Bildschirm. Entschuldigt bitte diesen kurzen V-Sync aus. Das kann mein Monitor selber. Controller? Glaub Kamera. Ah, Kamera. Kamera bei abschüssiger Oberfläche einstellen. Keine Ahnung. Kameraposition zurücksetzen. Kamera wackeln. Brauchen wir nicht. Umgekehrt werde ich rausfinden. Ich glaube, das passt so. Horizontale Maus, umgekehrte. Kamera wackeln, da. Ist aus. Oder ist es an? Moment. Nee, ist es an.
Jetzt ist es aus. Oder? Ist das Rote ausgewählt? Was ist hier gewählt und was ist nicht gewählt? Ich glaube, so müsste es passen. Wenn es rot ist, ist es aus, ne? Ich bin direkt verwirrt. Rot ist ausgewählt. Also muss ich es so rummachen. Also ist jetzt V-Sync aus. Framerate 144 bitte. Ja, okay. Linker Okay, da prügelt er mit dem linken Stahlarm. Waffenhaltbarkeit. Habe ich nix. Da auch nix. Okay. Bewegen, Kamera drehen. Oh, das Spiel sieht mega cool aus. Darf ich nicht rennen? Ah, interagieren. Okay. Sophia. Please come to Hotel Krat and I'll explain what's happening. Okay. Jiminy, please escort him to the hotel. Nee, kriegen wir jetzt eine Navi? Hey, hey, listen. Wähle im oberen Gürtel aus, wähle im unteren Gürtel aus. Gürtel-Item benutzen. Rüste Items und Gesten am Gürtel aus, um sie zu verwenden. Für Zusatztasche gedrückt halten. Gegenstand benutzen. Ach so, okay. Rüste Gegenstände und Gesten in der Zusatztasche aus, um sie zu verwenden. Ah ja, okay. Letzte Zufläche. Wird sterben, wenn du das benutzt. Willst du fortfahren? Nee. Ah, hier kann ich einfach durchschalten. Okay. Und jetzt, wenn ich das mache, dann leuchtet sie. Ah, okay. Dann geht sie einfach an. Let's get you out of there. Find something that might help. Ja. Eine Waffe. But the streets are not safe. Arm yourself with what will be helpful on your way to the hotel. Zum Hotel. Okay. Wähle einen Kampfstil. Pfad der Grille, Ausgewogenheit. Pfad des Bastards, Geschicklichkeit. Pfad des Sweepers, Stärke. Stärke finde ich jetzt eigentlich erstmal cool, weil so ein Rapier will ich jetzt unbedingt nicht unbedingt. Ich will ein großes, fettes Schwert haben. Anzeige umschalten. Ach, okay, hier kann ich sehen, welche Werte ich dadurch bekomme. Vitalität, Stärke kriege ich hier gar nicht so viel. Warum heißt das Pfad der Stärke? Stärke habe ich hier am meisten. Aber da habe ich das Rapier, das will ich eigentlich nicht. Entschlossenheit, Technik, Entschlossenheit, Max, Ladung, Stärke. Ich gehe auf den Ausgeglichenen. Ja. Blocken, okay. Der reagiert auch sehr zügig und schnell und direkt. Das ist geil. Entschlossenheit ist Stärke. Okay, das ist... Nee, das ist absolut okay. Ist ein bisschen doof übersetzt. Na gut. Passt. Zusatztasche war das gedrückt halten. Okay, Waffe wechseln. Ich habe nur eine. Ah, okay. Ja gut. Wo geht's raus? Wo sind Gegner zum Verprügeln? Ah, hier, Tür öffnen.
Die armen Leute. Okay. Hey, wow. Das Öl auf ihm drauf. Geil. Oh, sehr direkt. Wunderbar. Sägezahnrad. Besten menschlichen Schauspiel auf Erden. Maximale Anzahl an Pulszellen. Verwende eine Pulszelle, um Lebenspunkte wieder zu erlangen. Es gibt eine maximale Anzahl an Pulszellen, die verwendet werden können. Wenn du das Maximum erreicht hast, wird die Zelle entladen. Was? Wenn du Feinde angreifst, während die Zelle entladen ist, wird die Pulszelle allmählich aufgeladen. Okay, das ist wahrscheinlich auch ein seltsamer Übersetzungsfehler. Mal gucken. Okay. Also eine Parieren-Mechanik habe ich jetzt noch nicht gesehen. Trübes Ergo-Fragment. Das hier wird eine verschlossene Tür sein. Ja. Die geht dann von der anderen Seite wahrscheinlich auf. Bahnhofsmitarbeiter hat die Schlüssel. Okay. Blocken. Ja, wäre gegnerische Angriffe durch Blocken. Aber ein erfolgreiches Blocken reduziert den erlittenen Schaden, kostet aber Ausdauer. Der reduzierte Schaden wird in Blockregeneration übertragen. Blockregeneration. Blockregeneration sammelt sich an, nimmt aber mit der Zeit allmählich ab. Während Blockregeneration aktiv ist, kannst du Gegner angreifen, um Lebenspunkte wiederzuerlangen. Okay. Wenn ein Block gelingt, kurz bevor du getroffen wirst, löst sich ein perfekter Block aus. Wenn ein perfekter Block erfolgreich ist, erhältst du keinen Schaden, nur Ausdauer wird verbraucht. Du kannst den perfekten Block verwenden, um die Waffe eines Feindes zu zerstören oder ihn in den Überwältigbar-Status zu versetzen. Perfekter Block. Okay. Komm mal her. Ah, verdammt. Okay. Zu spät. Oh oh. So, und jetzt kann ich mit X mir sowas schlucken. Ah, okay. Da schärfe ich die Waffe mit, ja. Also perfekter Block scheint erstmal easy zu sein, so bisher. Bisher. Termit habe ich gekriegt. Was ist LB und Y? Okay, irgendein besonderer Damage, den ich jetzt mache oder so. Der ist wahrscheinlich jetzt dann gleich weg, weil ich den jetzt zu früh verwendet habe. Hinter einem Feind und RB ist ein tödlicher Angriff von hinten. Läuft's. Das Spiel ist nicht zu laut.
Dann lasse ich so, weil mir gefällt es gerade, wenn es so ein bisschen lauter ist gerade. Finde ich cool. Ah, verdammt. Eigentlich würde ich gerne... Sound passt, sehr schön. Ein bisschen Notiz eines Passagiers. Wenn jemand diese Notiz findet, verlassen Sie den Bahnhof und laufen Sie weg. Halte dich auf jeden Fall vom Warteraum fern. Ich sah, wie dort eine riesige Puppe Menschen zu Tode schlug. Geil. Oh, da ist einer. Wow. Okay, du haust ein bisschen schneller zu als die mit dem... Sägezahnrad. Okay. Trübes Ergo-Fragment läuft. So, hier ist jetzt doch der Dicke, oder? Der die Menschen zu Tode schlägt. Überall in Krat gibt es Türen und Leitern, die durch Vorrichtungen verschlossen sind. Du kannst diese Türen aufschließen oder die Leiter hinuntergehen, um Abkürzungen zu schaffen. Die Leitern hinuntergehen. Die Leitern hinunterdrücken, wahrscheinlich. Einmal Abkürzung, bitte. Oh, hi. Okay, 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 okay. Wir müssen mal ganz kurz... Mist. Nee. Ah, der schlägt zweimal zu. Für Sturmangriff halten. Während du angreifst, erscheint ein weißer Umriss um den Lebenspunktebalken des Feindes. Wenn dies geschieht, kannst du beim Feind mit einem Sturmangriff oder mit Fabelkünsten überwältigt verursachen. Okay. Aua! Ey, 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 Ach, okay. Tödlicher Angriff vor einem überwältigenden Feind. Einfach RB. Puh, das war knapp. Okay, jetzt steigt meine Gesundheit wieder ein bisschen. Okay. Das war mir ein bisschen zu knapp gerade, ehrlich gesagt. Aber gut. Sägezahnrad läuft, nehme ich. Habe ich jetzt... Vergesse ich hier irgendwas? Nee, hier ist doch nichts mehr, ne? Hier kann ich nirgendwo lang. Kann ich hier eigentlich auch Sachen kaputt hauen? Nö. Sieht alles verschlossen aus. Da oben war ich auch überall. Da oben bin ich lang gegangen und dann da runtergekommen. Ja gut, dann gehen wir mal... Hier lang. Ich habe jetzt nicht aufgepasst, ob ich einen Schlüssel bekommen habe von ihm. Aber mal schauen, ob ich einen habe. Ah, okay. Passt. Passt.
Ich habe jetzt noch nicht ganz verstanden, wie ich mein Lebensding wieder auffülle. Stargazer activated. Stargazer. Benutze einen Stargazer, um Lebenspunkte und Ausdauer vollständig wiederherzustellen und deine Pulszellen aufzuladen. Aha, da haben wir es doch. An dieser Stelle wirst du nach dem Tod wiederbelebt. Bast, Stargazer benutzen. Da haben wir das Leuchtfeuer. Gefahrenparameter zurücksetzen. Aha, wir sind aktuell zu schwach gegen die Puppen. Aber wenn ich diesem Stargazer für einen Moment meine Kraft leihe. Hält nicht ewig. Seelen, ja. Levelaufstieg. Wie viele Seelen habe ich denn schon? Aktuelles, benötigtes, verbleibendes. Also ich habe... Wett? Ah ne, das... Okay, das ist glaube ich auch seltsam übersetzt. Ausdauer, Legion. Physischer Angriff 1, physischer Angriff 2. Verteidigung, Schadensreduzierungsrate, Störung, Schock, Brechen. Legion, Fortschritt. Hiebschlag, okay. Meine aktuelle Waffe hat C und C, Legionswaffe B und B auf da links, okay. Entschlossenheit und Technik. Entschlossenheit und Technik. Aber erstmal will ich ein bisschen mehr Leben haben. So. Bast. Stufenaufstieg. Bast. Hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich unbedingt mehr Schaden machen muss, aber ein bisschen mehr Leben. Schadet doch nie. So. Wo seid ihr, ihr Gegnerz? Wo muss ich lang? Wo sind die Gegnerz? Da ist ein Gegnerz. Nee. Nee. Ja, das mit dem perfekten Block muss ich noch ein bisschen üben, glaube ich. Ich höre Hunde. Okay. Alles sehr, sehr direkt. Von der Steuerung her. Also das gefällt mir sehr. Bin mal gespannt, was hier noch so geht. Buntes Ergo-Fragment. Okay, sogar ein buntes. Das mit den schweren Attacken muss ich noch ein bisschen üben. Gürtelgegenstand benutzen, du kannst für einen Angriff große Entfernung Wurfobjekte. Weiß ich jetzt nicht. Die drei Balken oben links habe ich noch nicht so ganz verstanden.
Per Fabelkatalysator, okay. Ah, okay, da komme ich nicht durch. Oh, der ständige Regen. Ich hoffe, der hört irgendwann auf. Fabelkatalysatoren läuft. Krat Times Ausgabe. Ja, da wird halt Story jetzt erzählt wahrscheinlich. Die große Ausstellung von Krat ist verschoben worden. Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Bürger der Stadt zu schützen, bis der Puppenwahn, der die Stadt kürzlich lahmgelegt hat, unter Kontrolle ist. Der Vorfall ereignete sich in der Rosa-Isabel-Straße und forderte Hunderte von Opfern. Während die Ursache noch unbekannt ist, steigen sowohl die Zahl der Verletzten als auch das Ausmaß der Schäden. Da sich die Krise noch hinzieht, kündigen die Werkstatt und die Firma Venigni, Graz größte Puppenfabrik, an, dass sie den Bürgern Hilfsgüter zur Verfügung stellen und alles tun würden, um die Situation zu entschärfen. Okay. Das wird wahrscheinlich von der anderen Seite zu öffnen sein. Ja, okay, so sehen die kaputten aus, ne? Da wird er jetzt den Stromschlag kriegen. Jawohl, genau. Klettert der hoch oder kommt der? Der kommt die hier lang. Okay, läuft. Übers Ergo-Fragment, Waffenhaltbarkeit. Achso, da kann ich wieder. Ja, genau. Long. Oh, da oben liegt noch was. Nix liegen lassen. Nicht so wie in Dark Souls 2. Oh, hi. Ja. Da sind sie schon wieder mit ihren miesen Tricks. Hier steht doch bestimmt auch gleich wieder irgendwo einer. Okay, hier ist mehr. Vermutlich vorübergehende Störung. Buntes Ergo-Fragment. Danke. Wildes Telefon. Okay. Hey! Wutangriff. Einige Feinde werden rot und setzen einen starken Angriff ein, der Wutangriff genannt wird. Du kannst Wutangriffen nicht ausweichen oder dich durch Blocken vor ihnen schützen, aber ein perfekter Block kann sie kontern. Nicht ausweichen? Wait, what? Aua. Aua. Warte kurz. Benutze Klingenfabelkünste Y während des Blockens und verwende Grifffarbekunst. Ah, okay. Ah. Eine eigene Farbe. Ah, okay. Gut.
Damit habe ich gar nicht, damit habe ich diesen perfekten Block gar nicht machen müssen. Lag da nicht gerade noch was? Oder habe ich es doch eingesammelt? Habe ich wohl doch eingesammelt. Okay. Fallangriff, RB oder RT beim Fallen. Ich habe es eigentlich gedrückt. Wollte er nicht. Eigentlich hatte ich es gerade gedrückt, aber irgendwie ging es nicht. Kann ich hier die Tür aufmachen? Von der Seite? Nee, ne? Dringliches Reparaturwerkzeug. Okay. Ständige Wind auf den Ohren und der Regen, das ist schon auch ein bisschen nervig. Ich muss ganz kurz noch einen Blick hier nach hinten werfen, weil da in die Richtung scheint es wohl weiter zu gehen. Und ich habe diese... Ich dachte, hier geht es vielleicht weiter. Aber in dem Fall ist hier... Oh. Okay. Das ist atmosphärisch, du Banause. Ja, aber irgendwann reicht's dann auch wieder. Der Blick war richtig geil gerade auf dieses Hotel. Das sah cool aus. Das hat mir sehr gefallen. Wo ist denn jetzt diese... Da war doch so eine Abkürzung... Komme ich da erst noch hin? Ah, ist das die Abkürzung? Das hier ist die Abkürzung, läuft. A powerful parade puppet is blocking the entrance. And that's the only way in. Der einzige Weg hinein. Be careful. Gut, dann in dem Fall. Könnte es vielleicht sinnvoll sein. ...2000 Seelen auszugeben. Und zwar Stärke... Nee, Stärke brauche ich in dem Fall nicht, sondern das ist dann in dem Fall Entschlossenheit und Technik. Technik klingt irgendwie cool, als wollte ich das irgendwann haben. Entschlossenheit weiß ich nicht. Eigentlich wäre ich eher so für Stärke, deswegen gehe ich auf Leben, Vitalität. Kommt der jetzt gerade von hinten? Nee. Sägezahnrad, jawohl.
Hatte ich nicht hier die Tür aufgemacht? Lol. Hä, bin ich jetzt doof? Wo habe ich denn die Tür aufgemacht? Ah, weiter rechts. Hier lang. Ah ja, hier ist die Tür offen. Den brauchen wir nicht unbedingt killen. Aber hier passiert jetzt irgendwas. Wer bist du? Welcome to Croft, Visitor. I didn't think there were any stalkers left to fight the puppets. You didn't hear? Figures. The whole organization fell apart. All that's left are wannabes and amateurs who think they can fight on their own. You ought to buy something while you're at the festival. You can't rely on yourself alone. Okay. Stargazer reparieren. Ach so, lol, die Abkürzung. Ach wow. Hier ist direkt einer. Okay, dann weiß ich jetzt in Zukunft auch, wie die aussehen. Das habe ich gerade vorhin nicht gecheckt. Kann ich gerade nochmal ein Level aufsteigen? Ja, perfekt. Guck mal. Technik klingt cool, aber jetzt gehe ich noch ein bisschen mehr auf Leben. Okay, der macht mir keinen Schaden. Und ich sollte was kaufen? Kann ich von dir was kaufen? Ah ja, schau mal. Okay, bei dem könnte ich mir Sachen kaufen. Klinge des Großschwerts des Schicksals, Griff des Großschwerts des Schicksals. Elektroblitzschleifmittel. Das klingt geil. 250 habe ich jetzt natürlich nicht mehr. Wurfzelle. Eine Batterie mit großer Ladung, die geworfen werden kann. Okay. Säbelklinge einer Puppe. Winterrapierklinge. Griff eines Winterrapiers. Und Klinge des Großschwerts. Achso, hier ist alles. Okay, ja, wow. Das ist, ja. Inventar, Tasche, Ausrüstung, Tasche. Du hast den folgenden Vorteilsgegenstand erhalten. Was? Okay. Winter, okay. Azurdrachen, Halbmond, okay. Keine Ahnung, warum ich jetzt Loot bekomme. Verbrauchsmaterial, Fabelladung. Ein Katalysator, der die Fähigkeiten von Puppen ergänzt. Lädt Fabel schnell auf. Ah, okay. Verstehe. Das, 300 Ergo. Hier, buntes, cool. Okay, das will ich benutzen, weil ich hätte gerne mir was gekauft bei dem Kumpel. Das habe ich gesucht. Und zwar hätte ich bitte gerne ein Großschwert. Oh, was ist das? Scheiße, ich hätte das Großschwert nicht kaufen brauchen. Ich habe hier noch mal eine Waffe. Amulette? Habe ich ein Amulett? Nee. Verteidigungsteile. Ah, okay. Gewicht. Ah, okay. Schadensreduktionsrate. ...70% Gewicht. So, wo wechsle ich meine Waffe? Da. Ah, Moment. Jetzt probieren wir es doch kurz aus, bevor ich es... Das Großschwert. Ja, hat auch was. Aber wenn ich doch hier schon Loot geschenkt bekomme, warum soll ich den nicht benutzen? Entschlossenheit und Technik. Kann ich das überhaupt richtig benutzen?
Steht hier, dass ich dafür eine bestimmte Menge an Entschlossenheit brauche? Nee, okay, kann ich einfach benutzen. Okay. Festival, Krat Festival, let's go. Boss, zeig dich. Ein Zirkusdirektor. Oh Gott. Okay, wait, what? Oh mein Gott. Das läuft ein bisschen anders. Ah, Mist. Zu spät. Zu spät. Zu früh, meine ich. Aua. Was passiert jetzt? Phase 2? Er reißt sich den Schädel ab. Er reißt sich den Schädel ab. Nice. Ah, Mist. Viel zu spät gedrückt. Zu früh. Da kommt noch ein zweiter Schlag. Da kannst du auf einmal schneller prügeln, okay. Ah, der kommt von hinten unten. Ei. Mist. Aua, aua. Ah, ich kann ja nochmal heilen, nice. Ey, Alter. Das ist verwirrend, wenn er sich so ganz komisch bewegt. Der bewegt sich gerade so ganz seltsam. Boah, dass das ein Hit ist. Ist das... Shit. Richtig knapp, ey. Richtig knapp. Aber diese letzte, wenn er dann mit der rechten Hand so einen kurzen Schwenker macht, sieht das für mich nicht aus wie ein Angriff. Das... Am Eingang des Bossbereichs. Oh, lame. Das heißt, ich kann es mir holen und dann wieder benutzen. Ich muss gar nicht zum Boss reingehen. Ah, das haben sie ja easy gemacht in dem Fall. Spät. Zu spät. Viel zu früh, meine ich. Ah, Mist.
Oh, der ist schwer einzuschätzen, die zweite Phase von ihm. Uff. Hey! Ach so, das ist ein Ausweichen oder so. Verdammte Axt! Ich versuche die richtigen Momente hier zu finden, aber es ist gar nicht so leicht. Schade, ich hätte ihn lieber im ersten Versuch schön platt gemacht, als jetzt hier... Wow, okay. Krass, geil. Der macht Bock. Let's go. Nein, zu früh, viel zu früh. Zu spät. Zu spät. Zu spät. Zu früh. Am Boden sehe ich, wo ich mich dann hinstellen muss für diesen besonderen Hit. Verstehe. Alter, diese Bewegung ist so seltsam. Okay, diesmal haut er schneller zu, nachdem er sich auf den Boden geschmissen hat. Shit! Autsch. 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 Yes, nice. Puh. Eliminated. Ich war noch ein bisschen... Es sah nicht so schön aus, wie ich es mir gewünscht hätte, aber es hat gut funktioniert. So, Leute. Wo ist hier mein nächstes Leuchtfeuerli? Oh, okay, alles klar. Sag was. Okay.
Da stirbt sie weg. Rechts hoch sieht's aus, als würde es da weitergehen. Deswegen holen wir uns mal den Loot da hinten. Oh, ich finde das Moveset von dieser Waffe, die ich hier gekriegt habe, keine Ahnung wofür, ich weiß es nicht. Vermutlich Xbox-Zeugs. Hotel Krat, der größte Luxus, den Sie je erleben werden. Gönnen Sie sich den Genuss eines unvergesslichen Tages. Okay. Eines sollte ich noch erwähnen. Ich bin keine Puppe. Verdammte Axt. Ich bin ein richtiger Junge. Loote ich jetzt erst einmal außenrum? Ja, ich loote jetzt erst einmal außenrum. Einmal außenrum looten gehen, bitte. Geil, wie das hier auch aussieht, ey. Ist richtig cool. Gefällt mir sehr gut. Einmal außen rum geludet. Versteckter Mondstein. Der Mondstein war nicht von dieser Welt, aber er war das beste Material. Okay. Hallo! Ich bin ein Mensch, ein richtiger Junge. Deine Federn reagieren, okay. Cool. Cooles Haus. Lies of P. Schick. Sehr schick. Oh, endlich hört der Regen auf. Mir gefällt dieses Setting so gut mit diesem Steampunk-mäßigen. Und irgendwie ist es auch leicht creepy. Mega. Dieses Stoppschild, super.
Hotel Krat, Morgendämmerung. Hallöchen. Wer bist denn du? I'm so happy to see you. I am Sophia. Ah, hi. I've been waiting for you. Searched all over the city of Krat to find you. You must have questions. Geppetto will have answers. But we have to find him first. He was last seen on Elysian Boulevard. All of Krat is dangerous for humans. And that neighborhood is one of the scariest. Please find Geppetto on Elysian Boulevard. I'll explain more once you find him. Okay. Du kannst über Sophia mit Hilfe von Ergo einen Stufenaufstieg durchführen. Du kannst deine Werte erhöhen, wenn du aufsteigst. Ja, das haben wir schon gemerkt. Jetzt ist gerade die Frage, Waffe 2. Die hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Das Moveset von der war richtig cool und für die brauche ich ja auch Entschlossenheit. Die hat einen B-Wert auf Technik und C auf Entschlossenheit. Ja, das heißt, da war ich schon gar nicht so verkehrt geskillt. Machen wir so. Look at Gemini. I think he's in shock. Er steht unter Schock. That's proof you're broken. The real Gemini isn't so calm. I'm no inventor. But perhaps I can fix him. Or perhaps he'll fix himself in time. Wait. Take this pocket watch. Okay. Krat is a labyrinth of peril right now. This watch will guide you to a safe place. Be careful, clever one. Mondphasentaschenuhr. Eine Taschenuhr mit mystischer Kraft. Die Macht der Uhr dreht die Zeit zu dem Zeitpunkt. Die Macht der Uhr dreht die Zeit zu dem Zeitpunkt zurück, als der Junge in bester Verfassung war. Wett? Eine Taschenuhr, von der die Kraft im Inneren der Uhr bringt den Benutzer zum letzten Stargazer, den er besucht hat, oder zum Stargazer des Hotels. Aha, okay. Charaktertod. Wird bei Gebrauch zerstört. Heikle Neueinstellungen geschaffen. Okay, alles klar. Seltenes Ergo. Plus 5000 Ergo erhalten. Was haben wir hier noch? Material. Quarz und Klingen-Upgrade-Material. Okay, funktionale Gegenstände. Dann haben wir hier die Waffen. Gegenangriff, Abwehr klingt auch cool als Fabelkunst. Absolute Verteidigung klingt auch cool als Fabelkunst. Klinge, Griff, Legionswaffe. Ach, der Arm ist die Legionswaffe. Okay, verstehe. Linker Stahlarm. Verteidigungsteile, jawohl. Amulette, Kostüme. Oh. Die Rüstung des der Ehrenwerten. Jagdbekleidung des Schatzsuchers. Ehrenwert klingt. Was? Achso, hier. Okay, hier kann ich Skins drauf klatschen. Der sieht geil aus. Haben wir einen Hut? Ja, klar. Ja, klar. Oder ein Zylinder. Oh, auch nice. Aber das passt nicht so ganz zum... Das sieht schon heiß aus, ey. Mit Sonnenbrille. Nein? Schade. Hammer.
Ich habe aus irgendeinem Grund Skins bekommen. Geil. Kann ich hier eigentlich jetzt Tasche, Charakterinfo, Ausrüstung? Nee, hier kann ich nix. Hier kann ich die Zusatztasche noch auswählen. Okay, Wurfobjekte. Ach, guck mal. Ach, Moment. Sägezahnrad. Ein Zahnrad, das in Krat häufig zu sehen ist. Es kann geworfen werden, um die Aufmerksamkeit des Feindes auf sich zu ziehen. Selbst wertlose Gegenstände können nützlich werden, wenn man sie sammelt. Im Kampf in der gelähmten Stadt wurde alles nützlich. Ja, komm, dann packen wir doch hier mal die Sachen. Das andere wird so ein Molotow, Termit. Ah, okay. So, eine Sache hätte ich jetzt gerne noch gesehen. Hallo. I heard about you from Geppetto, but to see you in person. Wow. You should take this. Geppetto left it with me. Okay. Was? Boah, nee, ein Enterhaken. Legionswaffe. Die Legionswaffe ist eine spezielle Ausrüstung, die am linken Arm angebracht wird. Jede Legionswaffe hat ihre eigenen Kampffähigkeiten. Legionswaffen können auf unterschiedlichste Weise modifiziert werden. Die Modifikationen können mit der Venigni-Handwerksmaschine vorgenommen werden. Hallo, ich will's ausprobieren. Wait, jetzt darf ich meine Waffe nicht schleifen, oder was? Was ist jetzt los? Puppenschnur, ich darf's nicht benutzen. The sound of it alone. That craftsmanship comes only from the hands of Geppetto. You must be something else. A custom arm from Geppetto himself is quite an accessory. Oh, I forgot to introduce myself. I am Eugenie from the Workshop Union. I know my way around weapons of all kinds. I'm sure Master Geppetto would agree. Okay. If any of your weapons need work, bring them to me. I know my way around a weapon. Want me to look at some? Griff ändern, Waffe verbessern, reden. Waffe verbessern. Wenn du einen Mondstein hast, kann Eugene dir helfen, die Klinge deiner Waffe zu verbessern. Die Angriffskraft der Waffe wird erhöht, wenn du die Klinge verbesserst. Einige Klingen können nur mit einem speziellen Mondstein verbessert werden. Okay. Dunkles Mondstein des Bundes. Ah. Okay, das weiß ich noch nicht. Machen wir mal noch nicht. Griff ändern. Hier kann ich wahrscheinlich keinen Griff ändern. Entschlossenheit, Kurbel, Material. Okay, sowas habe ich noch nicht. Ja, okay, ganz viel Zeug. Stargazer Training. A Stargazer is a survival device used by ja, the gut. It powers itself by accumulating and absorbing. The Stalkers installed Stargazers all across the city. Once they're recovered, we can put them to use. Okay. Training. If you want to test your skills or try new techniques, im Garten. Garden. The Stalkers captured a puppet to use for training. Don't look at me like that. Everyone hates puppets. I know whose side you're on. Okay. Wo ist der Garten? Hier. Und jetzt würde ich gerne die... Was? Was tut denn die Puppenschnur jetzt? Nix. Oh, also diesem Dinger rechtzeitig auszuweichen, ist ein bisschen seltsam. Okay, läuft.
Und du so? Ah, du wehrst dich einfach nicht. Okay. Okay, okay. Und was jetzt das mit dieser dämlichen Schnur soll, wissen wir nicht, ne? Ist einfach nur... Ah, vielleicht können die sich nicht bewegen. Wahrscheinlich bewegt... Ah, vielleicht kann ich da doch Gegner auf mich zuziehen, die dann nicht fest verankert sind. Könnte ich mir vorstellen. So, und jetzt ist der Plan, dass ich Geppetto finde, den Stargazer benutzen. Ah... Legionswaffe wechseln. Ja, ich habe ja nur die. Lager benutzen. Ja, okay. Tasche, Lager. Wait, da sind Sachen drin. Und zu anderen Stargazern teleportieren. Läuft. Okay. Was hat sie gesagt, wo wir Geppetto das letzte Mal gesehen haben? Weiß ich nicht mehr. Habe ich vergessen. Hey, wer bist du? Antonia. Dein Hotel, okay. And this is my hotel. Welcome. Oh, I knew from the moment we met that you're Geppetto's puppet. Mm-hmm. He might have a few loose screws, but Geppetto's skills are undiminished. It's a shame. He took off for Elysian Boulevard. And he never came back. If it doesn't turn up soon, we'll have to make a new coffin. Okay. Wilde Lady. Will ihn gleich begraben. I was keeping this for him. Ah, gibst du mir auch Zeug? Immer her damit. But I think it's better off with you. Gebt mir alle eure Sachen. And do take care of yourself out there. Jemandes Erinnerung, Kleidung. People have no idea so many secrets are buried in Kraft. Thanks for keeping me company. What are you curious about? Was ich gerne wissen will, etwas über das Lügen, etwas über Geppetto. I see you're here. Dass du lügen kannst. Ja. Your lies are a rare ability. You're able to choose your own path, unbound by anything. Okay. People on the outside are still afraid of puppets. Lie to protect yourself and find your path. I'm an old friend of Geppetto's. His son is like family to me. Make yourself at home. You're always welcome here at the hotel. If you have any questions, ask my butler, Polandina. Okay. Also irgendwie weiß ich nicht, den Furry sehe ich nicht so ganz. Venigis Reiseführer, der... Ach. Kostüm, den Hut, den Hund fühle ich nicht, aber dafür den Zylinder und die Sonnenbrille, auf jeden Fall. Wieso steht da, dass ich noch was... noch Platz für irgendwas hätte? Oder oben, was das Blaue, oben der blaue Stern heißt, ich habe hier irgendwas Neues, aber hier ist der blaue Stern nicht mehr da. Ja, egal. Dann halt nicht. Ah, den Zylinder fühle ich aber sowas von mit der Brille, das sieht geil aus. Hey, du bist die Butlerpuppe, oder? Welcome to Hotel Crown. Polandina, ich habe mit einer Frau gerechnet. Ist Polandina, Butler to Lady Antonia. Please let me know how I may be of service. At Hotel Krat, comfort and calm walk hand in hand. Welcome to Hotel Krat. How may I be of service? Kaufen, verkaufen. Was hast du denn zu verkaufen? Legionsmagazin. Farbe, Katalyse, Sägezahnrad, Quarz. Okay. Reden. Der große Bund. The Grand Covenant is a set of absolute commands imprinted on puppets when they are made. Aha. First law. All puppets must obey their creator's commands. Second law. A puppet may not harm humans. Third law. A puppet protects and serves humans
and the city of Krat. Fourth law, a puppet cannot lie. I've told you about the laws engraved upon every puppet. Do you require anything else? Nö, reicht erstmal, danke. Ah, wie geil das ist, wenn du hier langläufst und über den Teppich rennst, dann macht das einfach andere Geräusche und alles. Das ist wirklich... Das ist super. Oh, da hinten war der Garten. Und jetzt soll ich Geppetto suchen. Wenn das alles ist, einfach einen Typen suchen. Na gut. Fest verschlossen. Okay. Darf ich auch nicht anklopfen. Was ist hier noch? Auch fest verschlossen oder kann ich hier rein? Ah, okay. Rosa Isabella Straße. Da brauche ich den Schlüssel für. So. Wo sind wir denn hier jetzt? Gegenstände können von im Hotel erworben werden. Habe ich hier einen Schlüssel? Ah, guck mal. Die Tür kriege ich auf. Geppetto ist ein außergewöhnlicher, begabter und hartnäckiger, genialer Handwerker. Die gesamte Puppentechnik in Krat wurde von ihm erschaffen. Läuft. Am Lügen. Der Ladescreen sagte, am Lügen. Geil. So. Ladies and Gentlemen. Sehe ich es richtig, dass es hier weitergehen wird? Dass es hier weitergeht. Hey, let's be more careful. What the fuck? Black Rabbit Brotherhood. I hate these guys. But don't be alarmed. My name is Gemini. We'll talk later, when we're safe. Hat sie ihn repariert in dem Fall? Er klang jetzt nicht mehr so kaputt. Ich will jetzt nicht unbedingt in das Licht reintreten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass das eine blöde Idee sein könnte. Grüß dich, Daniel. Willkommen zurück. Ah, ja. Und den ersten Stargazer im nächsten Gebiet. Und damit sage ich Dankeschön fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.